Herzlich willkommen zu unserem Webinar Reparaturbonus jetzt. Folgendes haben wir in der nächsten Stunde zusammen vor. Ich werde Ihnen Infos zur Petition und zu den Hintergründen geben. Anschließend wird Katrin Meyer vom Runden Tisch Reparatur auf den Zusammenhang zum großen Oberthema Recht auf Reparatur eingehen und auch so ein bisschen Überblick geben, wo es überall schon Boni gibt. Und dann freue ich mich sehr, dass wir Erfahrungen aus erster Hand hier heute haben mit Peter Schmöger von der Verbraucherzentrale Thüringen, der uns erzählt, wie es dort mit dem Bonus läuft, wie gerade auch Reparaturinitiativen den dort auch bekommen können. Und dann kommt der interaktive Teil, der angesprochen ist. Da wird es zwei Breakout-Räume geben, da können Sie sich selber zuordnen. Es wird einen Raum für Menschen geben, die in Reparaturinitiativen engagiert sind oder in anderen Teilen der Reparaturbewegung, in dem nochmal vielleicht spezifische Rückfragen gestellt werden können, und einen Raum, den Raum wird Tom Hansing von der Anstiftung und Peter Schmöger werden dort zugegen sein. Und der zweite Raum, der für Menschen ist, die allgemein an dem Thema interessiert sind, der wird von Katrin Meyer und mir betreut. Da müssten Sie dann in den Raum 2 gehen. Ja, ein paar Sätze zu INCOTA, falls Sie uns noch nicht kennen. Wir sind eine entwicklungspolitische NGO und setzen uns in ganz vielen verschiedenen Bereichen für eine global gerechtere Welt ein. Wir tun das mit Partnerorganisationen im globalen Süden gemeinsam. Unten sehen Sie eine Karte von den Projektländern, in denen unsere Partnerorganisationen tätig sind. Und rechts sehen Sie unsere Themen. Auch wenn Sie sich also vielleicht nicht nur für Reparatur und Ressourcen und Rohstoffe interessieren, dann werden Sie bei uns auch fündig. Können Sie gerne mal auf die Webseite schauen. Heute soll es aber natürlich um den Reparaturbonus gehen. Und da stellt sich Ihnen vielleicht die Frage, warum arbeitet eine entwicklungspolitische NGO, wie wir es sind, zum Thema Reparaturbonus? Ja, die Antwort finden Sie in diesen Bildern. Das sind breit gesagt Folgen des Bergbaus, also des Abbaus von metallischen Rohstoffen konkret, zu denen wir arbeiten. Sie sehen, die sind ganz verheerend. Deutschland ist der fünftgrößte Verbraucher von metallischen Rohstoffen weltweit. Fast alle Metalle werden aus dem Ausland importiert, viele aus dem globalen Süden. Und Sie sehen an den Bildern hier schon, das sind jetzt unterschiedliche Rohstoffe, die da abgebaut werden. Aber die Problematiken ähneln sich. Also oft gibt es Probleme mit Wasser, besonders in sehr trockenen Regionen, weil der Bergbau einfach wahnsinnig viel davon verbraucht. Mit Verunreinigung von Wasser, Schwermetalle, Chemikalien, die im Bergbau eingesetzt werden. Giftiger Staub von Minen, der Gesundheitsprobleme verursacht und so weiter. Sie sehen unten in der Mitte, das ist ein Bild vom illegalen Goldabbau in Brasilien, die Abholzung von Wäldern. Da muss man sagen, dass der Bergbau doppelt schädlich im Zusammenhang mit der Klimakrise ist, denn einmal werden Wälder abgeholzt und auf der anderen Seite wird auch in der Weiterverarbeitung von Metallen und im Prozess des Bergbaus, der oft auf fossilen Energieträgern beruht, natürlich auch wieder CO2 ausgestoßen. Soziale Rechte von Menschen werden verletzt. Die Arbeitsbedingungen im Kleinbergbau, das ist das Bild unten links, sind oft katastrophal und es gibt in fast allen Regionen der Welt Widerstand von Menschen, von indigenen Menschen, oftmals auch von Frauen, ganz in vorderster Front gegen Bergbauprojekte. Das ist das Bild unten rechts aus Kolumbien. Ja, wir bei INCOTA zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen setzen uns dafür ein, dass Unternehmen einmal dazu verpflichtet werden, Menschenrechte und Umwelt in ihren Lieferketten zu schützen, damit so Dinge nicht weiter passieren. Aber wir sehen es in vorderster Verantwortung von uns im globalen Norden, von Ländern wie Deutschland, dass wir unseren Rohstoffverbrauch reduzieren. Und das ist dann auch der Link zum Reparaturthema. Denn
Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Elektrogeräte schauen, dann ist das durchaus ein relevanter Stoffstrom mit Blick auf die Metalle mit ja, den beschriebenen katastrophalen Auswirkungen momentan auf Mensch und Umwelt. Und ich verrate Ihnen auch kein Geheimnis, dass die Nutzung bislang dieser Geräte, die wir alle um uns herum haben, im Schnitt überhaupt nicht nachhaltig ist. Also Sie sehen, wir sind bei der Elektroschrott-Sammlung und dem Recycling erreichen wir die Quoten nicht mit ungefähr 40%. Wir sind deutlich über dem EU-Schnitt, was die Pro-Kopf-Menge von produziertem Elektroschrott angeht. Und ja, nicht mal ein Viertel aller kaputten Elektrogeräte wird derzeit repariert. Und das, obwohl, das sehen wir in Umfragen, fast alle Menschen, wenn sie gefragt werden, sagen, dass sie mehr reparieren wollen und dass sie sich ärgern, wenn Geräte kaputt gehen und sie nicht reparieren können. Aber es gibt verschiedenste Hindernisse und allen voran ist das der Preis. Reparaturen sind einfach zu teuer. Das ist der Hauptgrund, warum sich für den Neukauf oft entschieden wird. Natürlich gibt es auch andere Hindernisse, fehlendes Wissen, keine Ersatzteile und allen voran auch natürlich das Design, was nicht reparaturfreundlich ist. Aber der wichtigste Grund ist der Preis. Ja, deshalb haben wir die Kampagne gestartet, von der Sie das Bild hier sehen, zusammen mit dem runden Tisch Reparatur vor 2 Monaten für einen Reparaturbonus, um genau da anzusetzen. Insgesamt unterstützen uns 25 Organisationen, was uns sehr freut. Und wir haben drei Hauptforderungen. Die erste Forderung ist die Einführung eines bundesweiten Reparaturbonus nach dem Modell Österreichs, dass 50% der Reparaturkosten bis zu 200 € vom Staat übernommen werden. Und das ist der Aufhänger, aber das ist nicht alles. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Es müssen sich noch viel mehr Dinge ändern, wenn wir auf den Reparatursektor gucken, an strukturellen Bedingungen, die im Moment einfach so sind, dass viel zu wenig repariert wird. Wir sagen, die Politik muss da mehr machen, zum Beispiel ein Förderprogramm, was schon, ich glaube, mittlerweile vor 1,5 Jahren angekündigt wurde vom Umweltministerium und jetzt für 2024 angekündigt wurde wieder, dass das endlich kommt und unsere ja, Vision und unser Ziel ist ein herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil Katrin Meyer vom Runden Tisch da gleich noch näher drauf eingehen wird. Ja, wir richten uns mit der Petition ans Umwelt-, Finanz- und Justizministerium, weil die alle relevant sind, wenn es zu so einem Bonus kommt. Und wir finden, wir haben ganz gute Argumente, warum ein Bonus sinnvoll ist. Denn wir sehen, er funktioniert in Österreich und Thüringen. Da hören wir ja gleich aus letzterem ja noch die Schilderungen aus erster Hand. Er spart Ressourcen ein, schont das Klima, entlastet Bürgerinnen und Bürger, stärkt die Reparaturbranche, das lokale Handwerk und ja, kann so ein Kickstart für eine Reparaturkultur sein, dass Menschen vielleicht auch erstmal wieder auf die Idee kommen, Dinge zu reparieren, weil wir das gesellschaftlich ein Stück weit natürlich auch verlernt haben. Ja, das politische Klima im Moment ist ganz günstig. Das Thema hat Konjunktur. Sie sehen hier verschiedene Zeitungsausschnitte. Wir haben es auch gemerkt an dem hohen Interesse an Anfragen von der Presse, dass da einfach gerade viel drüber berichtet wird auch. Das hängt damit zusammen, dass sowohl die Verbraucherministerinnen der Länder das gefordert haben, dass verschiedene Bundesländer eigene Programme starten, dass der Umweltrat das empfohlen hat. Also wir sind da am Zahn der Zeit und ja, das ist der Stand der Kampagne. Wir sind vor 2 Monaten ungefähr gestartet, haben mittlerweile über 60.000 Unterschriften, was uns sehr freut und planen am 17. Oktober in der Woche des Internationalen Tags der Reparatur die Unterschriften zu übergeben. Oben das Bild ist vom Evangelischen Kirchentag. Das war so eine Auftaktveranstaltung für uns. Da haben wir mit dem Unterschriftensammeln begonnen. Ja, noch ein kurzer Blick aufs Bündnis. Ich habe ja schon gesagt, dass wir insgesamt 25 Organisationen mittlerweile sind.
was uns sehr freut, die das unterstützen, verschiedene größere Umweltverbände, die Sie sicherlich kennen, aber auch ganz kleine Organisationen, die im runden Tisch organisiert sind. Wir sind da auf jeden Fall froh über den breiten Support. Ja, wie können Sie mitmachen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Zuallererst können Sie natürlich selber unterschreiben, wenn Sie es noch nicht getan haben. Sie können kostenlos Kampagnenmaterial bestellen, das Sie hier sehen. Also es gibt einen Flyer, die Unterschriftenlisten, um per Hand zu unterschreiben. Online geht natürlich auch. Aber die kann man natürlich auslegen bei zum Beispiel dem Repair-Café oder einem anderen Event oder kann damit rumlaufen im Bekanntenkreis. Genau, und Plakate und sowas haben wir auch. Die können, wie gesagt, kostenlos bestellt werden. Ja, dann können Sie, wenn Sie wollen, fleißig mitsammeln oder Sie nutzen Ihre Social-Media-Reichweite. Sharepics haben wir auch mit dem Kampagnen-Claim produziert, die wir gerne zur Verfügung stellen, auch in der Follow-up-Mail zu dieser Veranstaltung. Und ja, dann gibt es am 17. Oktober, sind wir gerade in der Planung, gemeinsam mit der Petitionsplattform WeAct, die uns auch unterstützt hat, eine Übergabe zu organisieren und da eine kleine Aktion zu machen vor dem Umweltministerium. Und ja, auch darüber hinaus endet das natürlich alles nicht mit dem 17. Oktober. Gibt die Möglichkeit, sich weiter bei Incota zu engagieren zu dem Thema der runde Tisch und auch die Repair-Initiative in Ihrer Nähe freut sich natürlich, wenn Sie bei dem Thema dranbleiben. Aber vielleicht sind Sie das ja ohnehin schon. Ja, das in aller Kürze von meiner Seite zur Petition und ihren Hintergründen. Ich würde jetzt Katrin bitten, zu übernehmen und ja, sie erklärt uns ein bisschen, was das Ganze mit dem Recht auf Reparatur zu tun hat. Vielen Dank. Dann lege ich mal los und genau, hallo in die Runde. Ich ja, würde noch so ein bisschen darüber berichten oder erklären, ja, wo oder worüber wir hier eigentlich sprechen und wie der Reparaturbonus auch so insgesamt in unsere Forderung nach einem Recht auf Reparatur, ja, das uns als Runder Tisch Reparatur sehr wichtig ist oder dass das quasi der Grund ist dafür, dass wir uns engagieren für dieses Thema, wieder da so reinpasst und was so insgesamt eigentlich unsere Forderungen sind, wenn es darum geht, Reparatur zu fördern. Und auch so ein bisschen, genau, einen kurzen Überblick darüber, was denn eigentlich auch schon so passiert. Es ist nicht so, dass wir gar nicht vorankommen. Also es laufen tatsächlich viele verschiedene Prozesse. Da kann ich einen ganz kurzen Überblick geben und dann, genau, gibt es tatsächlich ja auch schon verschiedene Reparaturbonussysteme, die bereits laufen oder kurz davor sind, zu starten. Da können wir einmal kurz schauen, wo das schon so der Fall ist. Ja, und dann bin ich auch gespannt auf Ihre und euren Input und ja, Interessen und dann können wir gucken, vielleicht in welches Thema wir ein bisschen intensiver einsteigen. Deswegen gucke ich, dass ich jetzt nicht zu lange brauche, erstmal noch kurze Beschreibung des runden Tisch Reparatur für alle, die ihn nicht kennen. Wir sind eben ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Organisationen, eher aus unterschiedlichsten Bereichen der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Handwerk, Wissenschaft, die sich alle dafür einsetzen, dass wir wieder mehr reparieren und das Reparieren wieder einfacher und ja, normaler wird im Alltag. Und dafür müssen wir eben die Rahmenbedingungen für die Reparatur ändern. Und das beschreiben wir mit diesem Recht auf Reparatur. Das bedeutet, genau, es muss einfacher werden. Das heißt, wir brauchen besseren Zugang zu reparaturrelevanten Informationen. Wir brauchen Zugang zu Ersatzteilen zu einem angemessenen Preis. Und zwar nicht nur für, ja, Reparateure, die mit Herstellern zusammenarbeiten, sondern für alle, die reparieren möchten. Wir brauchen natürlich geeignete Produkte, also Produkte, die man reparieren kann. Das sind so diese drei, man könnte schon sagen, klassischen Säulen des Recht auf Reparatur. Inzwischen sehen wir aber auch tatsächlich immer weitere Hindernisse noch, die ja dazu führen, dass Reparieren tatsächlich oder auch eine lange Nutzung eines Produktes erschwert wird und ich eben Dinge gar nicht mehr so lange nutzen kann, wie ich eigentlich möchte.
weil zum Beispiel dann Software nicht mehr aktualisiert wird, ich keine Sicherheitsupdates mehr erhalte, oder weil tatsächlich der Austausch von einzelnen Teilen nicht möglich ist oder nicht autorisiert wird dann vom Hersteller, wenn ich ja, eine Reparateurin bin, die nicht vom Hersteller dazu autorisiert wird. Und insgesamt sehen wir einfach, brauchen wir ja zum gesellschaftlichen und politischen ja, Ansatz, um zu sagen, hey, wir wollen Reparatur fördern, wir wollen das reparierende Gewerbe fördern, wir wollen auch schauen, dass das Ganze zukunftsfähig ist und auch in den nächsten Jahren noch ja, bestehen kann. Und dafür braucht es einfach ja, insgesamt so eine gesellschaftliche politische Kampagne für die Reparatur. Ich habe einen ganz kurzen Überblick dazu, was tatsächlich auf EU-Ebene in diesem ganzen oder in Bezug auf diese Forderungen, die ich gerade geschrieben habe, passiert. Das ist recht viel. Da müssen wir jetzt nicht auf alles einzeln eingehen. Das ist eigentlich vor allem, um mal zu sehen, dass es da tatsächlich sehr viele verschiedene Prozesse gibt. Ne, wir haben tatsächlich seit März 2021 erste wirklich Reparierbarkeitsanforderungen für verschiedene Haushaltsgroßgeräte, die den Herstellern tatsächlich vorschreiben, dass sie Ersatzteile und Reparaturinformationen zur Verfügung stellen müssen. Solche Anforderungen wurden nun auch für Smartphones entwickelt. Insgesamt sollen ja auch für viele weitere Produkte noch entwickelt werden. Das sind alles ja, Dinge, die gerade in Arbeit sind, die auch gerade verhandelt werden natürlich, wenn es dann um die Details dieser Verordnungen geht und dieser Richtlinien. Das heißt, wenn man da wirklich ins Detail geht, dann sieht man auch, ja, dass dann nicht alles Gold ist, was glänzt und dass es da auch viele Ausnahmen gibt. Wenn wir uns zum Beispiel die Batterieverordnung angucken, die jetzt gerade auch verabschiedet wurde, klingt das erstmal alles ziemlich gut. Ja, Akkus von Smartphones zum Beispiel müssen eben bald wieder von normalen Menschen austauschbar sein. Das ist ein großer Fortschritt, aber dann, wenn man eben ins Detail geht, dann sieht man immer wieder, okay, für einige Geräte geht es dann eben doch wieder nicht. Oder auch, also eigentlich sollte es für alle batteriebetriebenen Geräte gelten, aber auch da, ja, wurden recht viele Ausnahmen oder auch mögliche Ausnahmen, die jetzt eben in der, wenn es dann darum geht, wirklich die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung festzulegen. Ja, es besteht dann teilweise dann noch Interpretationsspielraum. Genau, aber man sieht auf jeden Fall, es passiert viel, zumindest auf EU-Ebene. Hier in Deutschland wird dann da gerne mal darauf verwiesen, dass das ja alles in Brüssel abläuft. Und tatsächlich, wenn es eben ums Ökodesign geht und um dieses Produktdesign, ist das schon auch der richtige Ort, um solche Dinge zu regeln. Aber trotzdem gibt es eben auch viele Dinge, die wir hier Bundesebene vorantreiben könnten und müssten. Und theoretisch steht das auch so im Koalitionsvertrag. Aber tatsächlich haben wir eben seitdem kaum was gesehen. Wir warten auf dieses Aktionsprogramm, was ja eine unserer Forderungen der Petition ist. Und ja, dieser Reparaturbonus, oder genau, was wir eben sehen, was bisher überhaupt nicht angegangen wird in all diesen politischen Prozessen, ist tatsächlich dieser universelle Zugang zu Ersatzteilen und Informationen. Also es wird immer noch auch unterschieden zwischen verschiedenen Akteuren, die dann mehr oder weniger Zugang erhalten. Es wird nicht für alle VerbraucherInnen ermöglicht, ja, Reparaturen dann selber durchzuführen. Wir sehen auch bisher noch kein Verbot von solchen Softwareblockaden. Und tatsächlich sehen wir eben, das ist jetzt für uns hier heute der wichtige Punkt, auch keine Maßnahmen gegen hohe Reparaturkosten. Ja, weder auf EU-Ebene noch hier auf deutscher Ebene. Und ein Reparaturbonus wäre eben für uns zumindest eine kurzfristige Lösung für diesen sehr wichtigen Punkt, um die hohe Hürde der hohen Kosten, die, ja, wie Julius schon meinte, für die Mehrheit der VerbraucherInnen, die gern reparieren würden. Der Grund dafür ist, dass sie es nicht tun. Ja, wäre ein Reparaturbonus. Und ja, ein solcher Reparaturbonus bedeutet eben, dass ja, die Kosten für eine Reparatur anteilig übernommen werden. Und wir sehen jetzt eben in immer mehr Orten, dass ein solcher Bonus mal ausprobiert wird und tatsächlich auch in den allermeisten Fällen auf sehr großen Anklang stößt und sehr gut angenommen wird. Wir hören das ja gleich noch
Thüringen, wie das jetzt schon in der dritten Runde tatsächlich funktioniert. Wir sehen das auch also wir sehen es auf verschiedenen Leveln. Man hier sieht, ne, also es gibt einzelne Bonussysteme in einzelnen Städten. Wir sehen das auf Bundeslandebene. In Thüringen war das erste, jetzt ab Oktober wird es einen in Sachsen geben. Ich habe auch gesehen, dass es jemand aus Sachsen da ist, im Repair-Café. Vielleicht könnt ihr auch berichten, wie ihr das Ganze so einschätzt und wie das dort ausgestaltet ist. Denn man sieht tatsächlich, dass die einzelnen Systeme und Modelle sich teilweise unterscheiden. Also es geht dann immer um die Frage, in welchen Betrieben kann ich das überhaupt einlösen? Gibt es da Kriterien für die Betriebe, um daran teilzunehmen? Wie wird das Ganze abgewickelt? Ne? Läuft das über die VerbraucherInnen oder über die Betriebe? Und auch natürlich, wie hoch ist die Fördersumme, die maximale oder auch die Mindestsumme? Da gibt es ja eigentlich in jedem Land und in jeder Region andere Modelle. Genau, da die jetzt alle recht neu sind, ne, zeigt sich jetzt so langsam mit der Zeit, was am besten oder was vielleicht besser funktioniert oder auch nicht so gut. Genau, wir haben eben diese beiden nationalen Systeme tatsächlich in Österreich und in Frankreich, was wirklich sehr interessant ist und die auch aus unterschiedlichen Mitteln finanziert werden. Das können wir sicherlich auch gleich in Räumen mal diskutieren, wie da so Finanzierungsmöglichkeiten aussehen, weil es natürlich ja, aus öffentlichen Geldern finanziert, oder ist eben die Frage, sollte das aus öffentlichen Geldern finanziert werden oder kann man da vielleicht auch Hersteller zur Verantwortung ziehen, so wie sie das in Frankreich tatsächlich machen. Denn da wird dieser Bonus über die erweiterte Herstellerverantwortung ja, finanziert. Das heißt, je nachdem tatsächlich, wie nachhaltig oder wie gut reparierbar die Produkte sind, die Hersteller dort auf den Markt bringen, müssen sie eine Gebühr zahlen und diese Gebühr finanziert dann wiederum diesen Repair Fund. Genau. Das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz, den wir uns auch ganz genau angucken und den wir auch für eine Umsetzung in Deutschland ja, favorisieren würden. Da muss man eben schauen, wie das Ganze dann auch verwaltungstechnisch und bürokratisch so aufgebaut sein kann, dass das gut funktioniert. Aber genau, das schauen wir jetzt eben in Frankreich, wie das Ganze so läuft. Und tatsächlich wäre auch unser Vorschlag noch, dass man tatsächlich auch EU-weit ja, seine Verpflichtung für ein Anreizsystem oder in den EU-Vorschlag für ein Rettungsreparatur, also eine Verpflichtung für ein Anreizsystem für die Mitgliedstaaten mit aufnimmt. Und das wäre eine gute Ergänzung der ja, Rettungsreparaturrichtlinie, die jetzt gerade verhandelt wird. Und genau, stößt bisher zumindest bei einigen Verhandlern auch auf Anklang. Katrin, du müsstest zum Ende kommen langsam. Ja. Perfekt. Genau, das war's erstmal und dann können wir schauen, ja, welche Themen gleich noch euch mehr oder ja, interessieren und wo wir stärker darauf einsteigen können. Super, vielen Dank, Katrin. Dann machen wir direkt mit Peter Schmöger weiter, weil wir jetzt so ein bisschen im Verzug sind. Gerne auch ja, an die 10 Minuten maximal halten. Wenn es 9 sind, sind wir auch glücklich. Ich gebe mir Mühe. So, dann hoffe ich, mich können alle verstehen. Und dann würde ich kurz den Reparaturbonus Thüringen ja, 1 bis 3.0 vorstellen. Ja, warum braucht es einen Reparaturbonus? Das wurde gerade schon des Öfteren und genau dargestellt. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Menge an ja, sozusagen Elektroschrott jedes Jahr steigt und deswegen die Frage natürlich auftritt, wie kann man das begrenzen? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen grundsätzlich zur Reparatur geneigt sind und auch gerne reparieren würden, aber es gewisse Hemmnisse gibt. Das sind zum Beispiel passende Ersatzteile, die fehlen, dass von der Reparatur abgeraten wird oder die Reparatur umständlich ist. Oftmals ist der technische Fortschritt auch entsprechend, dass eher das neuere Modell gerade bei Handys bevorzugt wird. Aber 74% der Befragten in einer Studie haben geantwortet, eine Reparatur wäre zu teuer. Und das ist auch unsere Erfahrung im Reparaturbonus und deswegen gibt es den Reparaturbonus.
Damit können nämlich wirklich Reparaturen ja, angereizt werden. In Thüringen gibt es den Reparaturbonus seit 2021 als Pilotprojekt gestartet. Und wir haben mit 500.000 Euro Budget angefangen und konnten dann 2022 und 2023 den Reparaturbonus wieder auflegen, fortführen und sind beim Budget dann an die Millionengrenze gerückt. Hier sieht man noch ein Bild mit dem Thüringer Umweltminister beim Start der dritten Runde. Neu dieses Mal ist, dass es parallel eine wissenschaftliche Auswertung gibt über eine Umfrage im Rahmen einer Dissertation und dem Fraunhofer-Institut, das das auch nochmal evaluiert, um die Effekte nochmal schön darstellen zu können. Das befindet sich allerdings aktuell in der Umsetzungsphase, sodass da noch keine Ergebnisse gibt, was diese Auswertung betrifft. Wie funktioniert der Reparaturbonus Thüringen? Zunächst müssen Sie Verbraucher Ihr Gerät reparieren lassen. Wenn Sie dann die Rechnung bekommen haben und das reparierte Gerät, muss die Rechnungssumme mindestens 50 Euro betragen und dann kann man den Reparaturbonus beantragen, vorzugsweise online. Und man bekommt die Hälfte der Kosten erstattet. Das sind bis maximal 100 Euro pro Person und Jahr. In der ersten Projektphase ist das Ganze noch über Papieranträge gelaufen. Also es musste relativ zügig oder es sollte relativ zügig starten und das Konzept erst ausgearbeitet werden, sodass wir uns da mit einem, ja, einfach ein Antragsformular beholfen haben. Und ab der Projektphase 2022 gibt es dann ein Online-Antragsformular, das auch in den allermeisten Fällen genutzt wird. Zusätzlich haben wir allerdings auch noch weiterhin die Möglichkeit von postalischen Anträgen auf ja, Anforderungen, nenne ich es jetzt mal so, postalische Anforderungen werden die zugeschickt, um die Hürden gerade für ältere Verbraucher möglichst gering zu halten. Also da gibt es einfach aus unserer Erfahrung auch große Hemmnisse über Online-Antragsverfahren und wir wollten damit einfach, ja, allen einen Zugang ermöglichen. Die Förderbedingungen in Thüringen gestalten sich folgendermaßen. Der Reparaturbonus kann von Personen mit Hauptsitz in Thüringen beantragt werden und eben nur natürliche Personen, also keine Unternehmen, Vereine, Schulen oder etc. Die Antragsteller müssen mindestens 18 Jahre sein und es wird die Reparatur von haushaltsüblichen Elektrogeräten gefördert. Keine Benzingeräte wie Benzinrasenmäher oder dergleichen. Die Rechnungssumme für die Reparatur, wie gesagt, ist mindestens 50 Euro. Allerdings kann die auch nur 25 Euro betragen für ein Ersatzteil, wenn die Reparatur in einem Repair-Café erfolgt, was ja auch heute Thema ist. Das wurde ab der ja, Projektphase 2022 eingeführt und auch dieses Jahr so beibehalten. Entsprechend sind selbst durchgeführte Reparaturen grundsätzlich eigentlich nicht förderfähig, Ausnahme eben die Reparaturen in Repair-Cafés. Wie das abläuft, habe ich danach noch eine Folie vorbereitet. Ja, eine Zeitbegrenzung haben wir dadurch, dass die Antragstellungen ja, in einem Zeitraum von 3 Monaten nach durchgeführte Reparatur ja, zu erfolgen ist, die Antragstellung zu erfolgen ist, was bei manchen nicht ganz so klappt, was ein bisschen zu Frust führt, aber das ist nun mal eine Regel, einfach damit auch wirklich diese frischen Reparaturen gefördert werden. Gerade habe ich schon angesprochen, ausgeschlossen sind eben Nicht-Elektrogeräte. Es sind keine Serviceleistungen wie Wartungen. Ja, bonusfähig, Reparaturversicherung nicht, der Neukauf oder Austausch gegen ein neues Gerät nicht, Kostenvoranschläge auch nicht, nur als Teil der Reparaturrechnung und auch keine Fahrzeuge aller Art, Heizungsanlagen, Möbel oder Nicht-Elektrogeräte. Gerade bei Fahrzeugen, darunter fallen auch E-Bikes, Elektrofahrzeuge, E-Roller, Heizungsanlagen fallen auch Elektroheizungen dazu. Darunter, wie Wärmepumpen etc., die sind einfach nicht förderfähig, weil es ja, dafür andere Möglichkeiten gibt. Zu den Repair-Cafés.
Die wurden ab 2022, wie gesagt, in das Projekt integriert. Der Fördersatz ist der gleiche mit den 50%. Allerdings, dadurch, dass keine Reparaturkosten im Regelfall anfallen, wurde die Bagatellgrenze auf 25 Euro gesetzt. Wenn man weniger machen würde, würden die Verwaltungskosten den ja, sozusagen die Förderung nicht mehr rechtfertigen. Für Reparaturen in Werkstätten gilt aber, wie gesagt, diese 50 Euro. Ablaufen tut das folgendermaßen. In der Regel müssen Verbraucher die Rechnung und einen Zahlungsbeleg als Nachweis bei uns einreichen. Bei einer Reparatur in Repair-Cafés erhalten die Verbraucher allerdings einen Laufzettel, bei dem vom Repair-Café bestätigt wird, dass die Reparatur durchgeführt wurde, dass das alles auch entsprechend fachlich okay ist. Oftmals prüfen Repair-Cafés dann auch die Funktionalität noch und bestätigen das. Und diesen Laufzettel, der muss dann zusätzlich mit eingereicht werden, damit wir eben auch überprüfen können, dass es keine selbst daheim durchgeführte Reparatur ist, sondern auch Fachexpertise dahinter steht. Nun zu den Ergebnissen und Auswirkungen des Reparaturbonus. Wenn wir unsere Fallzahlen, unsere Anträge evaluieren, stellen wir fest, dass ein großer Teil Mobiltelefone, Smartphones sind, die repariert wurden, aber auch ganz viele weiße Ware-Produkte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wäschetrockner, Kühlschränke und so weiter. Kaffeemaschinen machen einen großen Anteil aus, aber auch PCs oder Fernseher. Also genau diese Elektrogeräte, die sehr häufig auch kaputt gehen, auch aus eigener Erfahrung und entsprechend ja, auch mit Hilfe des Bonus zu einem neuen Leben verholfen wird. Wir fördern Reparaturkosten im Schnitt 180 Euro. Das macht dann einen Reparaturbonus von 75 Euro im Durchschnitt pro Person, die wir auszahlen. Seit Projektbeginn hatten wir bis Ende 2022 17.773 geförderte Anträge. Zusätzlich noch 2.000, die wir leider ablehnen mussten, aufgrund eben von Benzinrasenmähern etc. Und in diesem Jahr sind wir auch wieder schon bei über 5.000 Anträgen, die bei uns angekommen sind. Das bedeutet 17.773 Mal Ressourcen, Umwelt und Klima geschont, wie hier so schön steht. Und eben noch ein paar Mal mehr dieses Jahr. Die Reparaturen werden dabei zumeist in Thüringen durchgeführt. Das stärkt die regionale Wertschöpfung. Allerdings ist die Reparatur. Also ist die Wahl der Reparaturwerkstatt nicht auf Thüringen beschränkt, sondern ist europaweit geöffnet. Ja, in Zusammenfassung wurden damit auch Reparaturen im Wert von über 3 Millionen Euro gefördert und die Wirtschaft entsprechend auch die Wirtschaft konnte auch an diesen Reparaturen eben mit einem ziemlich, ja, nicht ganz unbedeutenden Beitrag dort beteiligt werden. Und wir haben unzählige positive Rückmeldungen bekommen von Reparaturbetrieben und auch von vielen Bürgern. Hier sind ein paar Auszüge davon. Eine häufige Antwort ist, dass die Reparatur eben so teuer wäre, dass sie ohne den Zuschuss sich nicht gelohnt hätte. Ich bin gleich zu Ende. oder dass die Reparaturprämie eben zu einem großen Nachfrageschub auch für Reparaturbetriebe geführt hat. Das noch als Zusammenfassung aus Leipzig, eine Umfrage, dass eben 40% dadurch durch den Leipziger Reparaturbonus motiviert wurden, weitere Reparaturen auch durchzuführen. Und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags mit 2 Minütchen überzogen. Perfekt, vielen Dank. Genau, im Chat gab es eine Frage, ob mit der Mindestsumme für Ersatzteile nicht die Preise hochgetrieben werden. Und auch beim Kundendienst, ich habe es jetzt so verstanden, dass das anders nicht ökonomisch darstellbar wäre mit von dem Verwaltungsaufwand. Aber wenn Sie dazu Also noch es was ist sagen die wollen, gerne. Mindestsumme ist eigentlich eine, ja, einfach als Bagatellgrenze eingeführt,
Wir haben nicht beobachtet, dass dadurch Ersatzteile sich verteuert haben. Denn das Hauptproblem bei Reparaturen ist, dass die Arbeitskosten im Verhältnis zu den Ersatzteilkosten überproportional hoch sind und eigentlich die Reparaturen erschweren bzw. unwirtschaftlich machen. Also Ersatzteile werden häufig mit 30, 40 Euro eingebaut und dann kommen noch 200 Euro Arbeitskosten dazu. Das ist so ein klassischer Fall und genau da setzt der Reparaturbonus an. Also ich sag mal, der Wert der Ersatzteile ist oftmals zu vernachlässigen. Alles klar.